Halbzeit beim Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Am 20. Juni kamen Abgeordnete, Regierungsmitglieder und zahlreiche Gäste zusammen, um das traditionelle Sommerfest des Landtages in der Orangerie des Schweriner Schlosses zu feiern. Mit dem Fest wird die bevorstehende Sommerpause eingeläutet. Ein guter Grund, das vergangene halbe Jahr Revue passieren zu lassen. Wir arbeiten gut zusammen und die Regierung hat ja viele Gesetzespakete eingebracht zur Verbesserung der inneren Sicherheit, aber auch Gebührenfreiheit für Kita. Und natürlich wird es dann hier diskutiert, aber am Ende auch beschlossen. Und das ist mir natürlich wichtig, dass wir die guten Sachen für die Menschen auf den Weg bringen können. Beitragsfreie Kita, Energiewende, Digitalisierung, innere Sicherheit, Lehrermangel, Verkehr, Straßenausbau, Beiträge. In den vergangenen Monaten hat sich der Landtag mit mehreren topaktuellen Problemen intensiv beschäftigt. Was hat nun bei der Großen Koalition gut geklappt und was nicht? Wir haben einerseits die beitragsfreie Kita auf den Weg gebracht. Die erste Elternentlastung ist passiert. Wir werden ab Anfang 2020 werden dann ja alle Eltern entlastet von den Kosten, was eines der größten Gehaltserhöhungen, wenn man so will, der Leute war, weil einfach mehr übrig bleibt. Wir haben in meinem Bereich in der Energiepolitik haben wir versucht, über eine neue Landesbauordnung, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, Akzeptanz zu steigern, indem in Zukunft die Windräder nicht mehr blinken, als die gebaut werden. Wir haben aber auch in anderen Bereichen, auch was gerade Schule angeht, haben wir ein neues Schulgesetz auf den Weg gegeben, was jetzt was in der Anhörung war, was jetzt behandelt wird. Das Hochschulgesetz ist gerade auf dem Weg. Eigentlich bin ich mit der Halbzeitbilanz im Großen und Ganzen zufrieden. Besser werden kann man immer. Gerade wenn man nach Berlin blickt, sieht man ja, wie man es auch anders machen kann, nämlich falsch. Ich glaube, wir haben uns hier schon mit viel Vertrauen immer gegenseitig belohnt. Das sieht man dem Land auch an. Viele Bundesländer schauen nach Mecklenburg-Vorpommern und sagen, wie kriegt ihr das eigentlich so ruhig und gefahrlos hin? Ich würde mir ein bisschen mehr noch beim Thema Bildung wünschen. Da werden wir vielleicht noch in den nächsten Monaten nachlegen. Ich glaube, das ist auch notwendig, erwarten die Menschen von uns. Aber innere Sicherheit, beim Bau haben wir viel gemacht. Straßenbau merkt man, Ausbau der erneuerbaren Energien geht gut voran. Breitbandausbau muss noch ein bisschen schneller gehen. Auch die Opposition hat ihren Job im Landesparlament vorbildlich gemeistert. Wie wäre nun das vorläufige Ergebnis, zumindest nach eigener Einschätzung? Vielleicht unser größter Erfolg, das ist einfach, dass wir unsere Eigenständigkeit bewahren und dass wir nicht ein Mitläufer sind, sondern dass wir eine eigenständige, starke Linksfraktion sind. Wir als AfD-Fraktion haben ja auch selbst das Gesetz zur Transparenz, was die AWO-Geschichten betrifft, gefordert. Das ist jetzt von der Landesregierung umgesetzt worden. Was auf jeden Fall auch gerade heute wieder geklappt hat, wir bekommen hin und wieder Anträge durch, bekommen Mehrheiten, obwohl wir eine kleine Oppositionsfraktion sind. Heute wurde zum Beispiel der Antrag zur externen Schulevaluation an den Bildungsausschuss überwiesen. Seit knapp einem Monat ist die ehemalige Bildungsministerin des Landes die neue Landtagspräsidentin. In ihrem neuen Amt fühlt sich Birgit Hesse wohl und macht sich schon jetzt für die neue Sitzungsperiode nach den Ferien bereit. Also erstmal muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Posten. Und es macht mir auch unheimlich viel Spaß. Selbstverständlich muss man Sitzungen auch straff leiten und muss auch mal ein ernsteres Wort sprechen können. Ich bin aber trotzdem so, dass ich erst einmal höflich erinnere und erst dann, wenn quasi dem nicht Folge geleistet wird, dann doch etwas schärfer werde. Nach der Sommerpause kommt der Landtag wieder zusammen, aber auch in der Urlaubszeit werden Ausschüsse und Fraktionen aktiv arbeiten. Welche Themen im Herbst auf der Tagesordnung stehen sollen, ist momentan noch nicht bekannt.